In dieser Klausuraufgabe geht es um die Enthalpie einer Zellreaktion, die wir aus den EMK-Werten ermitteln sollen. Eine Waschelektrode und eine Chlorelektrode werden zusammengeschaltet. Bei 25 Grad wird eine Leerlaufspannung von 1358 mV gemessen, bei 35 Grad eine Leerlaufspannung von 1346 mV. Zu ermitteln ist zunächst die Reaktion, die abläuft, wenn Strom fließt, und die thermodynamischen Kenngrößen. Die Halbreaktionen an der Chlor- und der Wasserstoffelektrode sind wie folgt: Cl2 plus 2 gibt 2Cl-, H2 ergibt 2A plus 2E-. Da Chlor das größere Redoxpotential hat, läuft die Reaktion als Reduktion ab. Wasserstoff wird oxidiert. Insgesamt ergibt sich folgende Reduktionsreaktion: Cl2 plus H2 gibt 2A plus 2Cl-. Die freie Enthalpie dieser Reaktion ist direkt gekoppelt mit der Leerlaufspannung, mit der EMK. Die Leerlaufspannung von 1,358 Volt entspricht einer freien Enthalpie von minus 2 mal F mal 1,358 Volt, also minus 262 Kilojoule pro Mol. Die Reaktion ist stark exergonisch. Die Reaktionsentropie ist gekoppelt mit der Temperaturabhängigkeit der Leerlaufspannung. Wir haben einen Temperaturgradienten von 0,0012 Volt pro Kelvin. Dieser ist negativ. Daraus ermitteln wir eine Reaktionsentropie von minus 231,56 Joule pro Kelvin und Mol. Die Reaktion ist exotrop. Aus freier Enthalpie und Entropie lassen sich nach Gibbs-Helmholtz die Enthalpie berechnen. Wir ermitteln eine Enthalpie von minus 331 Kilojoule pro Mol, ein exothermer Prozess.